Hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein kleines Erklärungsvideo. Ist jetzt keine große Sache eigentlich, aber ich sehe immer wieder, wie viele Leute danach fragen. Und wenn man es nicht weiß, sag ich mal, ist es vielleicht ein bisschen versteckt. Aber alles kein Thema. Im ersten Schritt will ich auch hier gleich mal OP-Skins erwähnen. Hier habe ich schon viele Items gekauft und verkauft. Und die Seite ist auf jeden Fall definitiv trusted. Die Preise sind in den meisten Fällen richtig gut, also richtig billig, um einiges günstiger als der Marktpreis. Das merkt man natürlich auch beim Verkaufen, dass man es eben auch nur günstiger verkaufen kann als jetzt im Marktpreis. Aber ansonsten, man muss sich hier ein bisschen rumrechnen und generell ist es eine sehr nice Seite. Also wenn ihr Skins für echt Geld kaufen wollt, tut es auf jeden Fall auf OP-Skins, weil ich habe bisher noch keine billigere Seite gefunden. Guckt euch aber trotzdem die Preise immer an. Es gibt hier auch genauso Items, die einfach überteuert reingesetzt werden. Ja, nichtsdestotrotz, jetzt gehen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar, wie kann man Paysafe-Karten auf OP-Skins einsetzen? Das gibt es ja seit neuestem. Und dann geht hier oben auf einen Account, geht auf Add Funds. Das Problem mit den Paysafe-Karten ist, dass ihr eine 50-Euro-Paysafe-Karte habt und hier habt ihr 50 Dollar. Das heißt, es wird umgerechnet und ihr habt eine kleine Gebühr drauf. Also wir gehen jetzt mal auf Add 50 US-Dollar. Add to Card. Also in den Einkaufswagen, dann geht ihr auf Checkout und dann geht ihr hier nicht auf PayPal oder Bitcoin, sondern ihr geht auf Payment Wall und geht hier auf die Terms of Service zustimmen und dann auf Complete Order. Jo, jetzt lädt das kurz und dann seht ihr gleich, was ich gemeint habe, dass es ziemlich bescheiden ist, mit Paysafe Card hier was aufzuladen. Hier seht ihr jetzt, man hat eine gewisse Gebühr, das sind 50 Dollar plus 5,37 Dollar Gebühren. Also braucht ihr, ich weiß nicht, der Umrechnungskurs ist gerade ziemlich gleich, das heißt, ihr kommt wahrscheinlich mit einer 50 Euro Paysafe-Karte gerade nicht so hin. Das ist ziemlich bescheiden gemacht für den deutschen Markt. Ich weiß nicht, ob man Paysafe-Karten irgendwo in Dollarwert kaufen kann. Wenn ja, dann müsstet ihr da im Prinzip aber auch eine 55,37 Dollar, also es ist ziemlich bescheiden gemacht. Deswegen, ich zahle meistens einfach mit PayPal einfach, das ist am einfachsten. Könnt ihr auch mit Sofortüberweisung, Giropay ist von der Volksbank quasi, das Sofortüberweisung geht auch alles. Es sind aber auch natürlich immer Gebühren mit am Start. Hier sogar 8 Dollar, das kenne ich aber auch gar nicht. Ja, also wenn ihr Paysafe Karte habt, geht hier auf Paysafe Karte kaufen und führt dann alles aus. Das war nicht soweit mal alles. Wie gesagt, mit den Gebühren ist halt bescheiden, aber ihr wisst es generell, mit Paysafe-Karten ist meist alles teurer und wenig Leute wollen wirklich Paysafe-Karten haben. Von dem her, jo, ich hoffe, euch hat es soweit geholfen. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, schreibt es einfach in die Kommentare. War ein kurzes Video, aber ich denke, es ist sinnvoll für Leute, die gerne für echt Geld einfach Safe-Skins kaufen wollen. Und das auch noch zu einem sehr guten Preis. Ist ja meistens so, sag ich mal, wenn man Safe irgendwo holen möchte, ist es halt relativ teuer. Aber OP-Skins ist wirklich meistens, checkt die Preise, aber meistens ist es extrem günstig. Ja. Und eben ist es auch einfach und es geht schnell. Ihr kriegt sofort den Order, ihr habt sofort das Item. Das Item hat keine Handelssperre, hat einige Vorteile. Ja, aber jetzt will ich es nicht unnötig in die Länge ziehen. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video geholfen hat. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.